Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Doch bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Okay, damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen, der Sky ist am Start. Keine Runde, let's talk zu unserem zweiten Event. Yeah! Mit Kerze. Und Pinguin. Und Pinguin. Und Feuerzeugen. Und Feuerzeugen. Und TikToks. Schleichwerbung. Okay, wir haben uns natürlich hier eingefunden, um ein schönes Thema rauszufinden. Das werdet ihr auch in der Unterschrift, werdet ihr das sehen können. Und wir reden jetzt über, das ist der Titel, die Unterschrift. Richtig. Das ist nicht mehr die Überschrift, sondern es ist jetzt die Unterschrift, weil es jetzt unten der Name ist. Ja. Das heißt jetzt Unterschrift. Ja, warte. Mach weiter. Ne? Okay, und es geht halt jetzt um die Hasskaras. Und wir machen das einfach jetzt mal reihum, so Uhrzeigersinn und sowas, weil er sowieso noch keine Ahnung hat, was er sagen soll. Er hat jetzt eine Woche Zeit gehabt, sein Pech. Und ich fange an. Und ich habe ein Hasskara. Ja, sonst eigentlich, ich kann so Spielefiguren irgendwie nicht richtig hassen. Die haben alle immer ihren Beweggrund und die müssen halt da sein, sonst okay, ist das scheiße halt, ne? Sonst fehlt halt was und jetzt hört doch mal auf, können wir jetzt und aber eine Figur, Halo 1. Und zwar kommt diese Hassfigur gleich auch bei dem schlimmsten Level, den es gibt bei Halo, und zwar in der Bibliothek, und das nennt sich einfach nur 343 Guilty Spark. Nicht nur, dass es eine scheiß Firma ist, jetzt mal so am Rande gesagt, die haben Halo 4 voll versaut, aber es ist was anderes, also da will ich jetzt nicht drauf rumreiten. Und diese Figur ist einfach nur da, um da zu sein. Du siehst sie zum ersten Mal und du findest sie sofort scheiße, weil er so überheblich ist und so, ach, ich bin ja der Cleverste und ach, bin ich lustig und sowas. Und steht einfach nur durch die Gegend und du bist am Betteln, am Machen, am Tun, am Töten, weißt du, in so einem schlaurigen Level und alles hässlich und die Flat kommt auf dich reingerannt und du bist einfach nur am Töten. Und er so, ach, ich bin ein Genie. Ach, dass du eine Rüstung nur von 2 hast, das ist aber sehr blöd. Eigentlich müsstest du eine Rüstung von +10 haben. Ja, dann gib sie mir doch, verdammte Scheiße. Weißt du, so einen Blödsinn da labern und mich da voll labern lassen. Ey, das ist wirklich das Schlimmste. Du hast diesen Hasskara und noch gleichzeitig mit in dem schlimmsten Level, was ich je gespielt habe. Die Bibliothek, das ist eine dreckige Kombination. Und diese kleine, dumme, runde Kugel, wie das da. Auch eine kleine, dumme, runde Kugel. Und die das ist so nervtend. Du willst ihn die ganze Zeit töten. Deswegen war ich so überglücklich, als ich in Halo 3 dieses Mistvieh endlich abballern durfte. Ich durfte es töten! Ach, das Viech. Ja, ich durfte es töten. Weiß nicht, da ist Sergeant Johnson. Ja, dieses komische Kugelding halt, was überall rumfliegt. Ja, das sind so nervtöten, dass wir. Es ist wirklich eingebildet, okay. Er ist seit Äonen halt allein und weiß nicht, mit wem er sich unterhalten soll. Aber geh mir nicht auf den Sack, du Arsch! So, mehr kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Weiter geht's! So, Shiro hier wieder. Hallo. mein Hasskara ist aus Kingdom Hearts, der fast in jedem gottverdammten Teil der gesamten Serie drin vorkommt. Einmal als niemand, einmal als jemand, einmal als dies, einmal als das, und du denkst dir nur so irgendwann, halt die Klappe, du scheiß bescheuerter Kerl, warum musst du da sein? Ist natürlich auch noch der Endgegner von allen. In Kingdom Hearts Burst by Sleep wird der Xehanort genannt, Master Xehanort. In dem nächsten Teil heißt er Xemnas, in dem nächsten heißt er wieder Xehanort. Der ist so... Ah! Das ist wirklich mein Hasskara durch und durch. Weil... Und egal, was du man macht, ob man mit Roxas da rumrennt, ob man mit Riku da rumrennt oder mit Sora da rumrennt, immer hat man diesen scheiß bescheuerten Xehanort vor sich. Und es ist definitiv ein scheiß bescheuerter Kara. Und wenn man den geschafft hat, ist man einfach nur froh, dass der weg ist. Und man hofft dann auf das nächste Kingdom Hearts, dass der dann nicht wieder auftaucht. Und er taucht doch wieder auf. Und das ist... Ja. Ich kann ihn nicht leiden. Wahrscheinlich einige Kingdom Hearts-Zocker da draußen auch nicht, weil er einfach nur nervig ist.
Ja, mehr habe ich jetzt dazu eigentlich auch nicht mehr großartig zu sagen. Und geht mal weiter. Moin Leute, ja, also Haskara, ich war lange am Überlegen. Ich habe mich jetzt aber dazu entschieden, einen Gegner in dem Online-Rollenspiel Lost Tale zu nehmen, weil ich zocke dieses Spiel mittlerweile seit über 6 Jahren. Und diese Viecher, diese Peas, das sind so kleine Bohnenviecher. Die gehen einem einfach so tierisch auf den Sack mit der Zeit. Ich meine, sie haben ihre Daseinsberechtigung. Man muss sie nicht mögen. Ich kenne kaum wen, der sie mag. Aber trotzdem, es trainieren einfach alle da bei den Viechern. Einfach, weil man gute Prozente da kriegt. Am Anfang zumindest. Oder auch wenn der Spezialist noch einen niedrigen Job hat. Man kriegt halt seine Prozente. Aber diese Viecher, ich kriege so Akkros, wenn ich nur daran denke, wie viel Zeit ich bei denen gestanden habe und meine Leertaste vergewaltigt hat, damit mein Charakter angreift. Und wenn ich dann höre oder sehe, dass es Leute gibt, auch in meinem Bekanntenkreis aus diesem Online-Game, die tagelang nichts anderes tun, als sich da hinstellen und diese kleinen Bohnen verdreschen. Über Stunden hinweg. Und wenn ich dann daran denke, dass ich das selber schon getan habe, frage ich mich, hätte ich diese Zeit nicht eventuell doch sinnvoller nutzen können, indem ich einfach questen gehe oder sowas. Oder lernen, wie das damit. Nein. Oder ein Deck vernünftig zusammenstellen. Sowas. Aber wie gesagt, diese Viecher gehen einem irgendwann einfach nur so derbe auf die Eier. Ich kann sie nicht mehr sehen. Und trotzdem habe ich das halt wieder Charakter, der da rumhängt und farmt. Ich habe zurzeit wieder einen Kara in dem Spiel. Der ist jetzt Level 20 und der farmt. Kannst du mal deinen Namen sagen? Wer hat Lust, mich jetzt zu zocken? Ja, wie gesagt, der ist da Level 20, der Kara, und ich fahre mit dem da immer noch. ja, ich heiße in dem Online-Game, ich hatte mehrere Namen. Ja, dann such dir einen mit den Aktivern. Ja, also mein bekanntester Char, also ich spiele Nostal auf Server 1, und mein bekanntester Char, da heißt Simon the Dev. Der heißt so, weil ich den Char am zweiten Geburtstag von meinem kleinen Bruder erstellt habe. Ah. Ja, mein kleiner Bruder heißt Simon. Und der ist in 2 Jahren schon. Nein, nein. Nein, der heißt so, weil mir mein kleiner Bruder damals einfach tierisch auf die Eier gegangen ist. Ich wollte ihn einfach nur loswerden und heute ist er einfach, oh toll, er ist mein kleiner Bruder und, ah. Ja, ich bin ein emotionaler Mensch teilweise. Es geht aber jetzt nicht darum, dass du okay, also, wie gesagt, die Peers gehen uns auf die Nerven. Da. Stirb! Okay, und, ja, wenn ihr euren Online-Namen wissen wollt von Nostal, falls ihr selber Nostal spielt, schrotet es in die Kommentare und schreibt uns einfach mal an, ob bei Facebook oder sonst wo. Schreibt ihn an und er sagt euch dann, wie ich online heiße. Herr Suru, woo! Ja, ich habe noch wahrscheinlich sogar noch länger überlegt als er. Ne? Weil du eben bis eben gerade erst beendet hast, das überlegt. Ja. Ja, so, mein Hasscharakter ist aus Alien Colonial Marines, diese scheiß Jäger-Aliens. Du weißt, sie sind da. Du hörst sie auch laufen, wie sie durch die Lüftungsschächte klettern und auch unter die Bodengitter. Ich weiß, wie er sich fühlt. Ja. Du hast auch diesen Scheiß, dieses Scheißradar-Ding, womit du so halbwegs weißt, wie weit sie noch von dir entfernt sind. Du merkst, die kommen auf dich zu und dann sind sie weg. Du gehst in den nächsten Raum und 3 oder 4 von diesen Viechern stürzen sich auf dich. Du haust da einfach nur Munition rein ohne Ende und keiner stirbt und irgendwann hat dich eins einfach mal nur angerempelt und du klappst einfach nur weg. Das ist... So ungefähr ist mir das passiert. Und das nicht einmal. Ich habe so eine Massenattacke von 5 bis 6 überlebt, dann kommt eins so ein stümperhaftes Lame-Alien, so ein Standardviech, läuft an mir vorbei. Und ich sterbe einfach. Also mir gehen generell diese ganzen Viecher auf die Nerven. Ja, bei Alien Colonial Marines, das sind eigentlich alle Karas scheiße. Ja. Ja, ich verstehe. In der Alien sind es ja die Androiden, die einem ziemlich auf die Nerven gehen können. Ja, und das eine Alien. Oh ja, ein einziges Alien und sonst noch. Ja, vor allen Dingen, da hast du wirklich nur eins. In Colonial Marines hast du quasi ein Alien, was sich vermehrt hat. Und
Ja. Du weißt im Endeffekt nicht, wie viele es sind. Du weißt einfach nur, sie sind da und es gibt verschiedene Unterarten. Und, mir geht's jetzt schon wieder. Es ist einfach scheiße. Dann müsstest du es wahrscheinlich nochmal zocken, dann regst du dich noch mehr auf. Willst du mich verarschen? Ja, ihr wettet heute wer nach Schlägen. Ja. Ich doch nicht. Nee, es ist einfach scheiße. Vor allen Dingen, es gibt noch die übergroße Version, doppelt so groß wie so ein Alien, die kriegst du nur mit der Bazooka platt. Und finde da erstmal eine. Ganz ehrlich, ja. Du findest da jegliche Art von Waffen. Er kann es bezeugen, er hat mit mir so weit gezockt bis da. Wir mussten vor diesem Viech flüchten. Ihr Memmen! Ich flüchte bei ihm generell nur. Ja. Ich mag Alien nicht. Sei froh, dass es da nicht diese Face-Jumper gibt. Was? Sei froh, dass es da nicht die Face-Jumper gibt. Ich sag ja nur im Film. Ja, egal. Ich glaube, wir schweifen ab. Richtig. Ja. So, ja, bist du fertig? Ja, bin ich. Dann wieder so mal. Passt nicht mehr. So, mein Haskara, nein. Der Kara ist einfach so scheiße. Den kann man sich nur aufregen. Nein, das war unsere Haskara zu den ganzen Spielen, die bis jetzt rausgekommen sind. Es kommen ja noch ganz viele andere Spiele, kommen demnächst raus und da werden wahrscheinlich noch mehr Haskara zu sehen sein und erforschen zu sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr für Haskaras habt. Würde mich mal brennend interessieren. Finde ich super, dass so viele unter meinem letzten Advent geantwortet haben. Ja, es hat einer geschrieben, das ist mal eine schöne Idee. Wow. Hab ich zurückgeschrieben, ja, was ist denn dein Haskara? Dann kam nichts. Dein Magic Moment, dann kam auch nichts. Gut, ja, ich möchte noch darauf hinweisen, ich habe jetzt einen... Der ist immer noch am Überlegen. Genau wie du. Ich habe jetzt einen Twitch-Account, das heißt, von der Xbox One gibt es keine Let's Plays an sich, sondern eher Streams. Und ich werde immer regelmäßig auf der Facebook-Seite schroten, wann ich was aufnehmen werde. Heute zum Beispiel, im zweiten Advent, gehe ich um 18 Uhr nochmal online und zock mit dem MP die Kampagne ein bisschen. Und das werde ich mal aufnehmen, so probeweise, um zu gucken, wie das halt so alles läuft und sowas. Ich hoffe, ich werde euch da mal sehen können. Es ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr mal reingucken und der Tisch ist total dreckig und sauer gemacht werden. Ja. Gut, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie immer, schreibt alles in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann. Tschüss!